also man mobbt einen quasi über den Computer. Also quasi man schreibt zum Beispiel, hey du Arschloch oder sowas. Und dann liest man das halt zum Beispiel und dann ist man halt quasi traurig. Internetmobbing oder Cybermobbing ist ein Sammelbegriff, der alle Formen bezeichnet, wo Menschen, andere Menschen in Online-Medien beleidigen, belästigen oder bedrohen. Ich denke, es gehört dazu zum Leben, auch von Kindern und Jugendlichen, dass Konflikte ausgetragen werden, vielleicht auch mal körperlich ausgetragen werden. Aber spätestens, wenn sich Eltern oder Lehrer einmischen oder das Thema in der Klasse besprochen wird und sich wieder vertragen wird, ist es dann auch gut. Cybermobbing hat da eine ungleich höhere Reichweite, weil alles, was ich online poste, online stelle, ist ab diesem Moment theoretisch weltweit verfügbar. Ich hatte das früher mal, dass ein Mädchen mich gehasst hat. Sie dann das gepostet hat, dass sie mich nicht mag. Sehr nett ausgedrückt. Aber ansonsten wusste halt die Schule darüber Bescheid, weil sie es ja alle gesehen hatten. Am Cybermobbing finde ich besonders problematisch, dass die Hemmschwelle so viel niedriger ist. Bei einer realen Auseinandersetzung muss ich meinen Mut zusammennehmen, ich muss mich hinstellen und jemandem sagen, was ich nicht in Ordnung finde. Beim Cybermobbing kann ich aber relativ anonym einfach die Kamera in Anschlag halten und zeige jemandem, wie er gerade irgendwas Blödes macht oder fertig gemacht wird und kann es posten. Wenn man es übers Internet macht, weiß, hat man nicht mehr die Person vor sich und fängt an, denjenigen viel mehr zu beleidigen und man weiß gar nicht, was für Ausnahmemaße das annehmen kann. Ein Video von einem Mädchen aus unserer alten Klasse wurde auch mal der ganzen Klasse geschickt und das war nicht so gut für das Mädchen. Es gibt Studien, die valide zeigen, dass in etwa 30% der Jugendlichen von Fällen wissen, in denen jemand schon mal fertig gemacht wurde. Also ist es ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Wenn mein Kind durch Cybermobbing betroffen ist, sei es als Opfer oder als Täter, muss ich mich kümmern. Ohne Aufregung, ohne Alarmismus. Aber ich muss mit meinem Kind ins Gespräch kommen. Ich muss es stützen bei den notwendigen Schritten. Täter-Opfer-Ausgleich, Gang zum Vertrauenslehrer, eventuell auch rechtliche Schritte. Und ich muss mich vielleicht selber auch nochmal informieren. Gott sei Dank gibt es eine Reihe von medienpädagogischen Arbeitshilfen und Angeboten, online oder in gedruckter Form, die mir zeigen ganz konkret, was sollte ich tun, was muss ich tun und was sollte ich besser lassen.